Der Notruf einer besorgten Mutter führt Cornelia Bauer und Arne Schneider in eine verlassene Fabrik. Die Frau ist sicher, dass ihr Sohn in Lebensgefahr schwebt. Hey! Polizei! Ja, keine Ahnung. Guck mal hier. Ja. Was passiert? Gut, dass Sie da sind. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ein ganz schmieriger Typ ist hier. Ich weiß es nicht. Ich habe meinen Sohn geortet. Das ist mein Sohn. Mann, was ist mit dir? Wie geortet? Ich habe ihn mit der Handy-App, weil er hat mich angelogen und ich bin ihm nachgefahren. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Als die Mutter ihrem Sohn in die leerstehende Fabrik gefolgt ist, hat sie gesehen, wie er von einem fremden Mann bedroht wurde. Der 17-Jährige spielt den Vorfall herunter. Cornelia Bauer und Arne Schneider sind sich sicher, dass der Teenager aus Angst schweigt. Was ist hier passiert? Warum hast du so Verletzungen im Auge und an der Lippe? Ja, ich hatte einen Unfall. Also ich bin Treppe runtergefallen. Ne? Jetzt gerade eben, oder was? Ja. Und warum, was machst du überhaupt hier? Was ist hier los, Manu? Einfach gechillt. Nee, was? Gechillt? Wer war das denn? Wer ist denn abgehauen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Manu, was ist hier los? Die Beamten erhöhen den Druck auf den 17-Jährigen. Schließlich bricht er sein Schweigen. Endlich kommt die dramatische Hintergrundgeschichte ans Licht. Ich bin halt nationaler Kickboxer und das sind halt so illegale Kämpfe. Und da kriegst du das Geld für, oder was? Ja. Warum hat er dich zusammengeschlagen? Ja, weil gestern habe ich halt einen Kampf gehabt. Ja, und davon ist das blaue Auge, oder was? Ja. Und auch der Cut, oder ist der von heute? Nein, auch von gestern. Ja. Und das ist halt der Ring. Hier? Ja. Und da stehen eigentlich halt die Leute so daneben und gucken dann halt zu und die machen halt weg. Und wetten darauf, ja. Und gestern habe ich halt noch einen Kampf gehabt. Ja. Und aber heute hätte ich eigentlich noch einen Kampf gehabt, aber ich schaffe das einfach nicht. Körperlich schaffe ich das nicht mehr wegen den ganzen blauen Flecken. Ja. Und dann bin ich halt zu ihm hingegangen. Also wir haben uns getroffen hier und dann habe ich halt gesagt, dass ich aufhören möchte. Und dann wurde er halt so aggressiv und dann kamst du irgendwoher, keine Ahnung warum. Ja, warum also wohl? Ich glaube, ich spinne. Guck mal, was hier los ist. Also ihre Mutter kam jetzt her, hat das Handy geortet, haben wir jetzt schon gehört. Du hast dich mit ihm getroffen. Ja. Was ist denn jetzt genau vorgefallen? Hat er sie auch angegriffen? Ich war gerade ein ganz schmieriger Typ, schwarze Lederjacke, Glatze. Ja, ich weiß nicht, ob sie noch hat mich hier festgehalten. Ich habe nur meinen Sohn gesehen. Ich wollte zu Hilfe eilen und dann hat er mich gepackt, hier an die Wand gedrückt, hier den ganzen Hals, alles zusammen. Das ist auch davon. Ja, hier gucken Sie. Was hat er mit ihm gemacht? Hat er ihn auch geschlagen? Ich weiß nicht. Manu lag am Boden, wo ich kam. Der Veranstalter organisiert die illegalen Kämpfe nicht nur, er ist auch Schiedsrichter. In der Nähe hat der Mann zudem eine Kneipe. Die erste heiße Spur auf der Suche nach dem Flüchtigen. Kennst du die alle? Nein. Kennst du nicht? Nur vom Sehen, oder? Halt so, irgendwelche Fremde, weil ja Otto organisiert das auch, aber er kämpft auch selber hier. Also, der macht Otto kämpft selber? Ja, der kämpft hier auch. Das ist ja für uns schon mal interessant zu wissen. Okay, gut. Und wann wär das heute Abend? 18:30 hast du gesagt? Ja. Na gut, die Sachen nehmen wir mal mit hier. Den können Sie schon und wieder sie stehen halt dann die Leute und die gucken dann halt zu und wecken. Ja. Was kriegst du denn da für so einen Kampf? Was kriegst du für einen Kampf, ja? Das ist immer unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, wie viel die Leute wetten auf mich. Und ob du gewinnst oder verlierst, oder? Was ist so der Grundeinsatz, was ist das Mindeste? Ab 100 Euro aufwärts. Was für so ein blaues Auge kriegst du 100 Euro, oder was? Ja, auch wenn du verlierst, kriegst du auch Geld, oder was? Nein, dann kriegt der andere, also der halt dann gewonnen hat. Also der auf die, okay. Während Arne Schneider die Beweise sichert, macht das Tattoo ihres Sohnes der Melderin Sorgen. Der Körperschmuck deutet darauf hin, dass es hier um organisierte Kriminalität geht. Sag ich mal, dein Tattoo, hast du dir das machen lassen? Oder haben die das alle? Oder ist das richtig gestochen? Oder? Ja. Musstest du das machen lassen oder hast du das freiwillig gemacht? Ja, also wir haben es halt alle so gemacht. Also halt der Otto. Ja, wolltest du das oder musstest du das machen? Nein. Wolltest du nicht? Nein. Wir haben dich gezwungen dazu. Otto wurde dann tätowiert oder was? Ja. Okay, na gut. Das ist ich habe halt Angst, dass der mir irgendwie mir was antut oder halt meiner Mutter. Ja, wir fahren jetzt mal dahin, ne? Ja, Humboldtstraße hast du gesagt. Zwei Sachen. Sie fahren hier zum Arzt, soll sich untersuchen lassen, soll das alles dokumentieren lassen, Ihre Verletzung auch. Mhm. Ja, danach kommen Sie bei uns auf die Wache. Wir müssen die Vernehmung noch mit Ihnen machen. Ja,
Die Kripo müsste nochmal die Vernehmung machen, damit wir das auch schriftlich haben. Wir fahren jetzt mal zu der Kneipe und gucken mal, ob der da jetzt direkt hingerannt ist. Ja, wir müssen natürlich hier in diesem Rahmen auch gegen den Manuel eine Anzeige vorlegen. Wir haben hier, sind im Rahmen des illegalen Glücksspiels bzw. illegale Kämpfe, Körperverletzung. Ist natürlich hier die Sache. Zum einen ist er selber verletzt worden, er wollte aussteigen. Wie das strafrechtlich am Ende aussieht, entscheidet der Richter. Fest steht, dass der Mann extrem gefährlich ist und offenbar von nichts zurückschreckt. Als Cornelia Bauer und Arne Schneider die Kneipe erreichen, spielen sich dort furchtbare Szenen ab. Der gesuchte Täter hat bereits das nächste Opfer in seine Gewalt gebracht. Ja, das ist keiner da, hä? Das ist Otto. Ist da einer? Nee. Hallo? Nee. Oh. Da unten? Ich hab gerade gedacht, hier steht einer, ne? Oh ja, ich hab auch gedacht, da steht einer. Auf den Boden, nach hinten! Hände auf den Rücken. Nachdem die Beamten den gesuchten Ding festgemacht haben, beginnen Arne Schneider und Cornelia Bauer mit der Befragung. Der Mann zeigt sich allerdings höchst unkooperativ. Das ist Otto, ja? Oder das ist Otto? Hat sie gerade gesagt. Komm, wir drehen ihn mal um. Ja. Oh, mir geht da was an! Lass mich in Ruhe! Hier, immer die Ruhe. Wir setzen Sie jetzt einmal hin. Nur hier hinsetzen, genau. Und Sie setzen sich mal hier an die Wand. Lass mich in Ruhe. Also, jetzt reden wir mal Tacheles. Sagen Sie mal, Sie sind der Besitzer hier von der Bar, ja? Nicht gar nichts sagen, halt Schnauze, ey. Hier, immer die Ruhe. Wenn du mich jetzt noch weiter beleidigst. Was denn? Wenn du mich weiter beleidigst, kriegst du eine Anzeige nach der anderen. Ach, ist ja gut. Also, ja, du bist der Besitzer. Otto, ja? Genau, mein Hausrecht. Auf Wiedersehen, die Herren. Gut. Und Abend. Gut, das Hausrecht können Sie dann ausüben, wenn Sie dazu Gelegenheit haben. Sie sind aber jetzt festgenommen. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Sie haben mehrfach eine Körperverletzung begangen bei dem Manuel, bei seiner Mutter. Sie sind derjenige, der im Bunker weggelaufen ist. Das deutet zumindest auch Ihre Hose an. Ja, das weiße Zeug, das war nämlich in dem Bunker. Da gehe ich mir stark von aus, dass Sie derjenige waren. Zumindest haben wir Zeugenaussagen. Das heißt, Sie sind festgenommen, deswegen haben Sie überhaupt kein Hausrecht mehr, okay? Haben wir uns da verstanden? Ja. Ja, er ist einfach auf mich los. Ja, halt die Schnauze! Hier, Die Schnauze halten Sie jetzt mal! Der Mann versucht mit aller Gewalt, die Barkeeperin an ihrer Aussage zu hindern. Die junge Frau lässt sich jedoch nicht einschüchtern und packt aus. Ja, der Manuel ist mein Cousin und der hat Geldprobleme und eigentlich sollte er einfach nur Security hier sein, aber dann hat er halt rausgekriegt, dass der Regionalmeister ist im Kickboxen und dann sollte Manuel für ihn kämpfen. Er wollte zwar nicht mehr, ja. Und deswegen das Ganze. Also wissen Sie von diesen illegalen Kämpfen, ja, warum wir hier sind. Ja. Und was hat jetzt die Flasche zu bedeuten? Ja, er wollte mich dazu bringen, dass ich Manuel überrede, dass er weitermacht. Und ach so, da hat er Sie bedroht, oder ja, was? Ja, er hat mich total bedroht und wollte mich dafür zur Rechenschaft ziehen, obwohl ich nichts dafür kann. Aus einem der Hinterzimmer sind plötzlich laute Geräusche zu hören. Laut Aussage der Barkeeperin befindet sich dort einer der engagierten Schläger ihres Chefs. Der Mann ist extrem gewaltbereit und möglicherweise bewaffnet. Polizei, einmal auf den Boden legen! Auf den Boden legen! Auf den Boden! Ja, da bin ich direkt mit. Alles klar, super. Hand auf den Rücken. Ich habe keine Handfessel. Warte, ich. Bei dir alles okay? Ja, alles gut. Klappe es an. Nur ein bisschen. Ja. So sieht es aus. Ja. Dann frage ich dich. Das fragen wir uns gerade, warum sie uns angreifen. Er rennt mich. Ich wollte nur weg. Ich muss kick nach oben. Kickt mich hier weg. Deswegen rennen sie durch zwei Polizisten durch, die sie ansprechen oder was? Warte. Ist da noch wer in dem Raum? Nein. Geh mal gucken eben. Und Sie bleiben ruhig hier liegen. Ist keiner hier? Gut, hier ist eine ganze Tasche voller Geld. Geld. Ja, ist klar. Hast gespart, ne? Ja, klar. Ja, sicher. Das wollen wir wahrscheinlich da gerade rausholen. Sieht so aus, als wollte er hier den Tresor plündern. Da war nämlich auch noch Geld drin. Ja. Das ist meiner. Das ist ihrer. Aha. Der gewalttätige Mann wollte den Tumult nutzen, um sich mit den illegal erwirtschafteten Wetteinnahmen aus dem Staub zu machen. Cornelia Bauer will ermitteln, welches Motiv den Mann dazu getrieben hat. Wieso haben Sie das Geld denn geklaut? Weil er mich nie bezahlt hat.
Ich durfte seine ganze scheiß Drecksarbeit machen und er hat die Kohle einkassiert. Ich konnte zusehen. Bei den Fights. Halt die Fresse da, du Arschloch! Ist gut. Bei den Fights oder was? Allgemein, ich durfte seine ganze scheiß Drecksarbeit hier machen. Achso, ja, okay. Schön, die Leute. Da kommt jemand. Ach, du hast gar nichts finanziert! Ich reiß dir den Kopf ab! Über Jahre hat der eigentlich als Security angestellte Mann den Kopf für seinen Chef hingehalten. Damit sollte nun Schluss sein. Statt den lang ersehnten Weg in die Freiheit erwartet den Verdächtigen nun allerdings eine erkennungsdienstliche Maßnahme auf der Wache. Ich durfte ihm seinen ganzen Scheiß machen. Wenn er hier irgendwelche Leute bedroht hat oder was, durfte ich mich da doof hinstellen und die wegkloppen. Was heißt denn? Er hat die ganze Kohle kassiert. Also zum Sachverhalt. Meinst du, die ganzen Leute haben sonst für den gekämpft oder was? Ja, das weiß ich auch. Ich sag, und sonst noch was anderes? Ja, hier ein bisschen aufpassen. Ah, okay. Ist eh beschuldigt am Strafverfahren. Du fährst eh mit zur Wache, ne, ist klar. Ich mache jetzt hier zu, da kommst du noch nicht raus. Kommt gleich noch ein Unterstützungsfahrzeug. Die beiden Männer werden getrennt voneinander zur Wache gebracht. Zu groß ist die Gefahr, dass der Streit zwischen den ehemaligen Kollegen erneut eskaliert. Im Keller der Kneipe hat sich der Chef immer noch nicht beruhigt. Stattdessen tischt er den Beamten weitere Lügen auf. Endlich los hier! Wir machen dich heute nicht mehr los. Du kommst jetzt auch mit bei uns aufs Revier. Jetzt erstmal setz dich noch mal kurz hin. Ja, ganz kurz. Gut. Genau. Wir wollen jetzt erstmal wissen, was hier genau vorgefallen ist. Was soll ich sagen? Diana hat mein Geschirr kaputt gemacht und ich wollte ihr nur verdeutlichen, dass das so nicht geht. Also, das kostet Geld. Oh ja, Gott. Okay, also die Geschichte brauchen wir sich anhören. Ich wollte gerade sagen, das brauche ich mir nicht anzuhören. Brauchen Sie einen Arzt? Ist irgendwas passiert? Nein, hat er sich irgendwie verletzt? Nein, gar nichts? Auch ein blaues Auge, ne? Ja, ist okay, alles gut. Hat er das gerade gemacht? Ja, ist alles gut soweit. Alles gut? Ja. Brauchen alles gut ist anders, oder? Nein. Gut, also wir nehmen dich jetzt einmal mit aufs Revier. Den Herrn Jülich erwarten diverse Anzeigen. Zum einen Nötigung, weil er den Manuel dazu genötigt hat, bei den Fightkämpfen mitzuwirken, unter welchem Vorwand auch immer. Er hat ihn bedroht, hat diverse gefährliche Körperverletzungen begangen. Zum einen bei dem Manuel, um ihn unter Druck klarzumachen, dass er mitzukämpfen hat. Dann bei der Mutter vom Manuel, genauso wie bei der Cousine. Die hat ja auch ein blaues Auge. Da liegt dieser Tatbestand auch vor.